Eigentlich gehört zumindest der ältere Teil des Forstbergviertels zur Georgi-Vorstadt. Die Abgrenzung vollzog sich im Wesentlichen nach dem Bau der Eisenbahnlinie Gotha-Leinefelde und später durch die Entstehung des Neubaugebietes entlang der Forstbergstraße oder wie sie damals noch hieß, der Düppelstraße. Es entstand ein Stadtviertel mit eigenen Wohngebieten, aber ohne eine Kirche. Auch einen zentralen Platz wie bei den anderen Vorstädten gibt es hier nicht. Willkommen nun zur Geschichte der jüngsten Vorstadt von Mühlhausen, die sich von den Bahnschienen im Westen und Nordwesten entlang der Unstrut im Süden bis Görmer im Osten sowie bis zum Fuße des Forstberges im Nordosten erstreckt. Der Forstberg mit seinen 395 Metern über Normalnull ist dabei der Namensgeber und Hausberg des Stadtviertels, obwohl er eigentlich erst etwa 2 Kilometer vor dem Ortsschild als Berg oder Hügel richtig wahrgenommen wird. Beginnen wir am besten mit einer Karte des Gebietes, um die Entwicklung besser zu zeigen. So stellt sich das Forstbergviertel heute im Jahre 2018 dar. Mit wenigen bebauten und genutzten Flächen zeigt sich das Gebiet in der Mitte des 19. Jahrhunderts recht menschenleer. Wie bei der Georgi-Vorstadt auch, suche ich erst einmal nach Objekten, die es damals schon gegeben hat oder von denen wir wissen, dass es sie einmal gab. Da wäre zum ersten die Unstrut. Gefolgt vom Wagenstädter Tor und der Wagenstädter Brücke. Das ist schon alles. Vor der Wagenstädter Brücke teilte sich der nach Nordosten führende Weg. Einer führte nach Osten in gebührendem Abstand entlang der Unstrut als enge Gasse der späteren Gartenstraße nach Görmer. Der nordöstliche Weg führte geradeaus entlang dem heutigen Weg zum Eigenheim durch das Flachstal unterhalb des Forstberges nach Kaisershagen und weiter nach Nordhausen. Weder die Windeberger noch die Wagenstädter Straße gab es zu jener Zeit. Auch waren die Wege außerhalb der befestigten Ortschaften meist nur bessere Feldwege. Die Bebauung war eher spärlich und begann erst 1886. Zuvor wurde ab 1848 begonnen, die Sondershäuser Chaussee und 1856 die Windeberger Chaussee zu bauen. 1865 entstand das Chausseehäuschen am Schnittpunkt der beiden neuen Landstraßen. Mit den Einnahmen, dem sogenannten Wegzoll, refinanzierte man bis etwa 1919 den Straßenbau. 1868 begann der Bau der Bahnlinie zwischen Gotha und Leinefelde, die 1870 eröffnet wurde. Diese schnitt beide Landstraßen und damit das gesamte Gebiet von der Stadt ab. Aus der nach Norden verlaufenden Landstraße wurde, gleich nach der Wagenstädter Brücke, ab 1895 die Wendewehrstraße. Nach so viel kartografischer Theorie folgt nun die bildliche Darstellung meines Heimatstadtviertels. Dabei macht das erste Haus der Wagenstädter Straße den Anfang. Es ist die seit 1898 existierende Bäckerei Menzel. Das Haus entstand 1896. Aber nicht die Wagenstädter Straße, sondern die heutige Gartenstraße ist die älteste Straße in diesem Stadtviertel. Sie führte als enge Gasse schon vor ihrer Ersterwähnung 1813 vom Wagenstädter Tor in Richtung Osten nach Görmer und Grabe. Nur vereinzelte Häuser, aber vor allem Gärten säumten die Gasse bis nach Görmer. Diese Gärten veranlassten 1911 den Stadtrat, die Gasse in Gartenstraße umzubenennen. Da seit 1870 die Bahnstrecke das Gebiet von der Stadt abgrenzte, baute man 1900 eine Fußgängerbrücke über die Unstrut und einen Fußweg von der engen Gasse bis zur Klinge. Der Germaniastieg, welcher erst nach der Wende diesen offiziellen Namen bekam, wurde am 16. Februar 1901 eröffnet. Die Bebauung der engen Gasse setzte erst um 1890 ein, abgesehen von Haus Nummer 2, das schon 1886 entstand. Seit 1894 betrieb der Rossschlächter Hadamek in der engen Gasse 77 eine Speisegaststätte. Die Nummer 77 ist das erste Haus auf der Straßennordseite nach der Kurve in Richtung Osten. Ihr Name war zum Weißen Ross. 1914 in Bergkeller umbenannt, wechselte der Name 1955 abermals in Gartenschenke.
Am Ende der 1950er Jahre wurde die Gaststätte, die gern nach Feierabend von den Arbeitern aufgesucht wurde und berühmt für die Kirmesfeiern in der Straße war, geschlossen. Zurück zur engen Gasse, die ab 1905 befestigt und mit Gehwegen versehen wurde. Die letzten großen Gebäude stehen an der geplanten, aber nicht realisierten Verbindungsstraße zur Sondershäuser Chaussee, die Marienstraße heißen sollte und später die innerbetriebliche Straße der Thüringer Schuhfabrik Schreiber und Hohner wurde. Um 1914-15 entstanden die Reihenhäuser am östlichen Ende der Gartenstraße, welche anfangs zur Gömmerschen Landstraße gezählt wurden. Diese Aufnahmen entstanden bei der Kirmesfeier 1950 vor den Häusern 45 bis 48. Der Wiesenweg zwischen der Gömmerschen Landstraße und der Gartenstraße war bis zum Anfang der 1980er Jahre ein Feldweg, der von den Feldern der Gärtnerei Altmann, Gartenstraße 59, flankiert wurde. 1921 taucht erstmals die Straßenbezeichnung vor der Gartenstraße auf, in der auch sporadisch einzelne Häuser erbaut wurden. Endgültig änderte sich das Gesicht der östlichen Gartenstraße im Jahre 1981. Die Erschließungsarbeiten für ein Wohngebiet ließen die Gärten verschwinden und bis 1984 Plattenbauten mit 600 Wohnungen, einem Kindergarten, einem Altenheim mit 280 Wohnungen und einer Kaufhalle entstehen. Zwischen 2005 und 2007 wurden alle Plattenbauten außer dem Pflegeheim und dem Kindergarten wieder abgebrochen. Einzig die Garagen an der Ecke Gartenstraße vor der Gartenstraße, die ab 1984 entstanden, sind noch da. Das letzte Bild zeigt, wenn auch etwas undeutlich, das Gebiet der Gartenstraße um 1965. Weiter geht das Jahreszahlenwirrwarr, in das ich versuche, etwas Ordnung zu bringen mit der Wagenstädter Straße, die seit ihrem Bau 1848 Sondershäuser Chaussee hieß. Wenn man damals den Bahnübergang passiert hatte, kam man zum Chausseehaus. Nutzlos geworden wurde es 1937 abgerissen. Von 1956 an stand an dieser Stelle ein Telefonhäuschen, welches erst in den 1990er Jahren entfernt wurde. Begonnen hat aber die Bebauung der heutigen Wagenstädter Straße mit dem Haus Nummer 100, das 1892 erbaut und 1917 durch ein Feuer wieder vernichtet wurde. Heute steht dieses Gebäude an jener Stelle, welche bis nach dem Zweiten Weltkrieg den Abschluss der Bebauung auf der Straßennordseite darstellte. 1893 wurde die Sondershäuser Chaussee vom Bahnübergang bis zur Einmündung Düpplerstraße in Wagenstädter Straße und von dort bis nach Görmer in Görmersche Landstraße umbenannt.
Das beeindruckende graue Gebäude an der Ecke Windeberger Straße-Wagenstädter Straße entstand 1898-99. Es hatte einen Eingang in der Wagenstädter Straße und einen in der Windeberger Straße. Die Bebauung der Südseite der Wagenstädter Straße begann in den 1890er Jahren und endete vorerst mit der Thüringer Schuhfabrik Schreiber und Horner in der Nummer 4. Durch die Schuhfabrik Schreiber und Horner, die fast 200 Beschäftigte hatte, wurde die Arbeit der bisher zahlreichen Schuhmachermeister stark beeinträchtigt. Jetzt kaufte man seine Schuhe im Schuhgeschäft und ließ sie nicht mehr in Handarbeit anfertigen. 1933 wurde die 1892 gegründete Schuhfabrik durch die 1897 gegründete Firma Böttcher übernommen. Diese produzierte mit 92 Arbeitern, 8 Angestellten und 78 Heimarbeitern vorwiegend Herrenwesten. Nach einer kriegsbedingten Betriebsstilllegung erfolgte 1948 die Enteignung und 1951 der Anschluss an den damaligen VEB-Einheit. Später war hier der Lehrbetrieb bzw. die Betriebsberufsschule des VEB Mühlana. Seit dem Aus für den größten Textilbetrieb von Mühlhausen Mitte der 1990er Jahre steht das Gebäude leer und verfällt. In der Nummer 2a befand sich von 1905 bis 1990 das Gasthaus zur Guten Quelle, die auch Ebelebener Bahnhof genannt wurde. Sie war eine gemütliche Vorstadtkneipe, die ab 1956 auch eine Fleischerei beherbergte. Diese wurde aber Anfang der 1970er Jahre wieder geschlossen. Der Verkaufsraum wurde umgebaut und als Erweiterung des Gastraums genutzt. Folgen wir nun aber der Verlängerung der Wagenstädter Straße, die wie schon gesagt Görnersche Landstraße hieß, bis an die damalige Stadtgrenze. Hier entstand 1902 die erste Dampfmolkerei in Thüringen. Sie wurde 1914 erweitert und auch in den Folgejahren auf dem besten technischen Stand gehalten. In den 1920er Jahren war die Dampfmolkerei IG die einzige im Umland, in der Milch in Erhitzern, Zentrifugen und Tiefkühlern weiter zu Butter und Käse verarbeitet wurde. Bis 1959 wurden Milch und Milchprodukte durch die Milchmänner in der Stadt ausgefahren. Ab 1966 gab es als erster Molkereibetrieb in der damaligen DDR keine Milchkannen mehr. 1969 schlossen sich die Molkerei Görmer und 5 weitere Molkereien zum Molkereikombinat EG Mühlhausen zusammen. 1973 erfolgte der Bau eines Lehrlingswohnheims und die Modernisierung der Kantine. Damals hatte die Molkerei ca. 200 Beschäftigte. Ende 1989 war der Betrieb auf dem neuesten Stand der Molkereitechnik, europaweit. Trotzdem musste die Molkerei am 15. November 1991 schließen. Alle Maschinen wurden nach Holland verkauft, wo sie auch heute noch arbeiten. ...1935 begann auf der Nordseite der Görmer Landstraße der Bau einer Kaserne, der 1938 im Wesentlichen abgeschlossen war. Bereits im Jahr 1935, noch während der Bauzeit, bezog das 86. Infanterieregiment der Wehrmacht den Kasernenneubau. 1937 kam die 1. und 2. Abteilung des Artillerieregimentes 65 hinzu und 1938 die Panzerabteilung 29 sowie die Beobachtungsabteilung 29. Nach dem Krieg war dann bis 1961 kasernierte Volkspolizei, die sogenannte KVP, in der Görmer Kaserne untergebracht. Auf einen Befehl der SMAD hin wurden ab 1948 die Wohnhäuser auf der anderen Straßenseite errichtet. Ab 1965 belegte dann das Infanterieregiment 22 der NVA die Kaserne. Mit der Übernahme der NVA durch die Bundeswehr am 3. Oktober 1990 wurde das Regiment aufgelöst. Bis zur Auflösung der Bundeswehrstandorte in Mühlhausen am 30. Juni 2014
waren dann Bundeswehr Artillerieregiment und Brigade 70, später 100, sowie der Stab des Artillerieregimentes 13, die Stabsbatterie des Artillerieregimentes 13 und das Beobachtungsartilleriebataillon 131 in der Görmer Kaserne stationiert. Das ehemalige Bundeswehrgelände wird heute teils industriell genutzt, aber auch durch den Landkreis. Der auf den letzten Aufnahmen der Görmer Kaserne zu sehende Club der NVA, das spätere Barbaraheim, wurde erst Ende der 1960er Jahre gebaut. Damit fällt er schon in den nächsten Bereich des Fürstbergviertels, das als Hauptzugangsstraße die Düppelstraße seit 1950 Forstbergstraße hat. Was hat es mit dem alten Namen der Forstbergstraße auf sich? Die Erklärung liefert Herr Hirsemann in seinem Mühlhäuser Straßennamenbuch. Also, Düppel ist der deutsche Name des dänischen Dorfes Dybbøl auf der Halbinsel Sundeved, die von 1864 bis 1920 zum Deutschen Reich gehörte. Auf Beschluss des Stadtrates und mit Veröffentlichung dieses Beschlusses am 18. Mai 1934 wurde die Straße nach den sogenannten Düppler Schanzen benannt. Im Deutsch-Dänischen Krieg 1864 bauten die Dänen bei Dybbøl eine 3 Kilometer lange Festungsanlage zur Verteidigung, die sogenannten Düppler Schanzen. Diese wurden am 18. April 1864 von deutsch-österreichischen Truppen eingenommen. Übrigens war diese Schlacht die erste, an der offiziell das Rote Kreuz als Beobachter und mit Hilfskräften teilnahm. Von 1934 bis 1950 trug die Straße, die damals eigentlich nur ein besserer Feldweg war, den Namen Düppelstraße. Aber auch zur Forstbergstraße sowie zum Forstberg selbst liefert Herr Hirsemann eine erklärende Namensherleitung. Dass der Namensgeber der Straße der 395 Meter hohe Forstberg ist, steht wohl außer Frage. Warum heißt der Berg aber Forstberg? Natürlich, es gab da oben einst einen Ort namens Forst, der nicht nur dem Hügel, sondern auch der ehemaligen Warte den Namen gab. 1273 wurde der Ort erstmals erwähnt, aber schon 1411 als wüst, also verlassen, bezeichnet. Die kleine Kirche wurde 1568 abgebrochen. Ende der 1950er Jahre begannen die Bauarbeiten am Forstbergviertel, also westlich, aber vor allem östlich der Forstbergstraße. Bevor wir aber zum damaligen Aktivistenring, der Straße der Sozialistischen Gemeinschaft, der Straße der Neurer und der Straße der Einheit kommen, möchte ich kurz auf die ehemalige POS 9 eingehen. Die Schule wurde 1964-65 als zehnklassige polytechnische Oberschule erbaut und konnte 1966 die ersten Schüler aufnehmen. Zur Schule selbst gehören noch eine Sporthalle, die 2005 saniert wurde, ein großzügiger Sportplatz, ein großer Schulgarten und das alte Heizhaus, welches etwa 1970 zu einem Hortgebäude umfunktioniert wurde. Nun möchte ich nicht jeden einzelnen Lehrer von damals hier nennen, aber im Allgemeinen gilt, vom Direktor bis zu den Hortnerinnen, sie waren ein tolles Lehrerkollektiv, heute sagt ein Pädagogenteam, von denen sich heutige Lehrer eine Scheibe abschneiden können und vor denen man Respekt hatte. Wir haben, und auch das gehört zur Geschichte, damals noch richtig was gelernt. Von 1974 bis 1990 trug die Schule den Namen des ersten und einzigen Präsidenten der ehemaligen DDR, Wilhelm Pieck. Eine Büste von ihm wurde auf der Rasenfläche an der Forstbergstraße am 5. Oktober 1974 feierlich eingeweiht. Seit 1990 ist sie die Forstbergschule, in der sowohl eine Grund- als auch eine Regelschule untergebracht sind. Oberhalb der Schule befindet sich auch heute noch ein Kindergarten, der ebenfalls 1965 seiner Bestimmung übergeben wurde. Kommen wir zum Aktivistenring. Mit dem ehemaligen Namen des heutigen Schlotheimer Rings sollten die Aktivisten des Sozialismus geehrt werden. Von 1959 bis 1990 hatte der ACTI, wie er von uns Forstbergkindern genannt wurde, diesen Namen. Was ist nun wieder ein Aktivist? Fragen wir mal Wikipedia.
Das Wort ist vom lateinischen Activus abgeleitet und bedeutet tätig sein. Als Aktivist wird eine Person bezeichnet, die in besonderer Weise für die Durchsetzung bestimmter Absichten eintritt. Wie schon gesagt, hieß der Aktivistenring bei uns einfach nur Akti. Aber auch die anderen Straßen hatten ihre Spitznamen. So war die Straße der sozialistischen Gemeinschaft einfach nur die Gemeinschaft, die Straße der Einheit war die Gemeinheit und die Straße der Neurer existierte in unserem Sprachgebrauch eigentlich nicht. Hier wurde nur zwischen vor und hinter der Kaufhalle unterschieden. Der Aktivisten- und auch der Schlotheimer-Ring bestehen aus dem Innen- und dem Außenring. Während der Außenring die ungeraden Hausnummern trägt, sind es im Innenring die geraden. In der Mitte befand und befindet sich ein großer Spielplatz. Sogar eine selten genutzte Radbahn sowie eine Rollschuh- und Eislauffläche hatten wir dort. Genau da, wo heute die Vossberg-Apotheke steht. Es entwickelten sich Traditionen wie die jährlichen Schulfeste, die später zu den Wohngebietsfesten wurden. 1977 stand zu diesem Anlass sogar ein Karussell auf der Rollschuhbahn des Spielplatzes. Auch alte Mühlhäuser-Traditionen wie die Kirmes wurden und werden im Ring gelebt. Es gab einst 3 Kirmesgemeinden dort, von denen nur eine bisher überlebt hat. Den heutigen Namen hat der Ring von der Netz- und Seilerstadt Schlotheim. Neben dem Saalfelder Weg, der Gehrenstraße und dem Arbeitsdank gab es noch die Straße der Neurer, heute Volkenröder Straße, als Verbindung der Forstbergstraße zur Windeberger Straße. Dort entstanden in den 1960er Jahren 2 Wohnblöcke auf der Südseite hinter der Kaufhalle sowie 4 weitere auf der Straßennordseite vor der Kaufhalle. Das wichtigste Bauwerk dieser Straße ist und bleibt aber die Kaufhalle. 1961 begann der Bau der alten kleinen Kaufhalle. Als Anbau kam Anfang der 1970er Jahre die große Kaufhalle hinzu. Diese steht, modernisiert und zu einem modernen Supermarkt umgerüstet, heute noch. Die kleine Kaufhalle wurde nach der Eröffnung der neuen großen Kaufhalle zu einer Wohngebietsgaststätte umgebaut. Auch nach der Wende wurde sie als Gaststätte betrieben bis zum Abriss Anfang des neuen Jahrtausends. Heute ist an dieser Stelle der Parkplatz des Supermarktes. Nun noch ein Wort zu den Neurern und den Neurowesen, mit dem heutige Generationen sicher nicht allzu viel anfangen können. Das Neurowesen, auch Neurobewegung genannt, war in der DDR ein staatlich gelenktes Verfahren, um mit Hilfe von Verbesserungsvorschlägen der Werktätigen die Produktion zu steigern. Von 1959 bis 1990 hieß die Straße Straße der Neurer und ab 1990 Volkenröder Straße, nach der Gemeinde und dem Kloster Volkenroda. Die Straße der Sozialistischen Gemeinschaft bekam 1962 ihren Namen und reichte oberhalb des Forstberg-Kindergartens von der Forstbergstraße bis an die Felder oberhalb des NVA-Geländes. Später wurden am Ende der Straße Garagen gebaut. In den 1970er Jahren erfolgte der Bau von 3 weiteren Wohnblocks, genau dort, wo einst eine Streuobstwiese war, südlich des alten Straßenverlaufs. Zur Namensdeutung muss wohl hier nicht allzu viel gesagt werden.
Zusammen mit den meisten anderen Straßen entlang der Forstbergstraße verlor sie ihren alten Namen 1990. Seither ist sie die Körnersche Straße, die nach dem bereits 802 erstmals erwähnten Ort Körner benannt wurde. Der Name der folgenden Straße scheint auf den ersten Blick gar kein typischer DDR-Straßenname zu sein, eher im Gegenteil. Der Vergabegrund bringt es aber ans Tageslicht. Gemeint ist die Straße der Einheit, die durch die Forstbergstraße in zwei Teile geteilt ist. Sie verbindet zunächst die Windeberger Straße mit der Forstbergstraße. Der östliche Teil führt dann von der Forstbergstraße bis an die ehemalige Lehmgrube. Auch hier bilden Garagen den Straßenabschluss. Sie wurde erst Ende der 1960er Jahre G- und bebaut. Ihren damaligen Namen erhielt sie 1967. Zur Namensherkunft. Der Straßenname Einheit bezog sich nicht auf eine erhoffte deutsche Einheit, sondern auf die Einheit der ehemaligen KPD und der SPD. Im übertragenen Sinn hätte der Name auch Straße der SED heißen können. So aber blieb die Gelegenheit für den Spitznamen gewahrt, Straße der Gemeinheit. Ihren heutigen Namen hat sie von der Bergbaugemeinde Menteroda. Um die Straßenbebauung im Forstbergviertel von etwa 1890 bis in die 1970er Jahre einmal zu zeigen, sind hier drei Flugkarten zu sehen. Die Karte 1 zeigt die fertigen Chausseen nach Sondershausen und nach Windeberg. Damals setzte die Bebauung des Viertels gerade ein. Karte 2 zeigt das gleiche Gebiet zwischen den beiden Weltkriegen. Wichtiges Bauprojekt neben den Kasernen bei Görma und in der Windeberger Landstraße war die Schmudesiedlung. Auf der dritten Karte ist die straßenbauliche Entwicklung des Forstbergviertels bis in die 1970er Jahre zu sehen. Hier steht vor allem die vorgehend schon beschriebene Bebauung des Gebietes um die Forstbergstraße im Fokus. Kommen wir nun zur zweiten Hauptstraße des Forstbergviertels. Sie führt vom ehemaligen Bahnübergang als Windeberger Straße und weiter als Windeberger Landstraße nach Keula. Baubeginn war der 27. Juli 1859. Damals wurde sie aber durchgehend als Windeberger Chaussee bezeichnet. Nach 5,5 Jahren, 1865, war die Straße fertig. Die Bebauung der Windeberger Straße begann 1898-99. Vorläufiger Abschluss der Bauarbeiten war 1927 das Haus Nummer 7. Mit der Haus Nummer 10 endete 1937-38 dann endgültig die Bebauung der unteren Windeberger Straße. Außerhalb der bebauten Ortslage befand sich von 1913 bis 1936 ein Kadaververwertungsbetrieb, eine sogenannte Abdeckerei. Später war dort die Brüderei Stöber, deren bewirtschaftete Fläche bis an die heutige Forstbergstraße reichte. Heute steht auf dem ehemaligen Abdeckereigelände das Haus Windeberger Straße 59. Für Mühlhäuser etwas verwunderlich, die Straßenbahnhaltestelle in der Windeberger Straße neben der Oberbürgermeister Arnold Straße in den 1930er Jahren. Das Phänomen lässt sich aber erklären. Dem Straßenbahnbetrieb der Elektrizitäts- und Überlandzentrale GmbH Mühlhausen war im Jahre 1937 ein Omnibusbetrieb angegliedert. Der Gedanke war, entweder den Stadtring der Straßenbahn zu vergrößern oder die Außenbezirke durch Omnibuslinien dem Verkehr zu erschließen. Der erste Omnibus fuhr am Pfingstmontag, den 16. Mai 1937. Im Gegensatz zur Straßenbahn, die die Stadt in Ost-West-Richtung durchquerte, bediente die Omnibuslinie die im Süden und Norden durch viele Neubauten erweiterte Stadt. Im Norden lag die 1924 begonnene Schmudesiedlung und im Süden der neue Friedhof, das Krankenhaus und der neue Verwaltungsbau des Finanzamtes. In erster Linie aber sollte diese neue Omnibusverbindung die General-Fuchs-Kaserne mit der Stadt verbinden. Das blieb auch in der Presse nicht unerwähnt. Auf den sogenannten Fuchsbau, die neue Kaserne in der Windeberger Landstraße, gehe ich später gesondert und etwas näher ein. Jetzt erst einmal zurück zur Windeberger Straße.
Seit etwa 1897 gab es in der Windeberger Landstraße 33 eine Dampfziegelei Friedrich Hellmann, die ab 1913 als Mühlhäuser Dampfziegelei bekannt war. Sie wurde bis 1950 privat und weiter bis zur Betriebseinstellung 1970 als VEB geführt. Danach gehörte der Betrieb zum VEB Baustoffkombinat. Zur damaligen Ziegelei gehörte auch die Lehmgrube oberhalb des Kaserngeländes bei Gürmer, wo bis 1970 der Lehm für die Ziegelproduktion mit Schaufelbaggern abgebaut wurde. Noch zu Zeiten des Betriebes war die Lehmgrube, die von uns Forstbergkindern nur Lehmi genannt wurde, ein richtig toller Abenteuerspielplatz. Diese beiden Aufnahmen der unteren Windeberger Straße zeigen die Ostseite der Straße im Jahr 2005, kurz vor dem Abbruch. Darauf und auf das ehemalige Neubaugebiet Windeberger Straße West komme ich später noch zurück. Vorerst begeben wir uns zurück in die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. War die Bebauung der westlichen Windeberger Straße vor dem Ersten Weltkrieg eher gering, setzte ab etwa 1921 ein Bauboom ein, der aber mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wieder endete. Die Rede ist hier von der Schmude-Siedlung. Die Siedlung reicht von der Windeberger Straße bis an den Bahndamm heran. Kurz zum Namensgeber der Schmude-Siedlung. Detlef Schmude, geboren am 30. Januar 1886 in Kupferberg in Schlesien. Er war Offizier im Ersten Weltkrieg und wurde nach dem Krieg auf Veranlassung des Reichsministers für wirtschaftliche Demobilisierung und des Kriegsministeriums, dem Generalkommando 4 in Magdeburg, unterstellt. Er erhielt den Auftrag, erste Siedlungs-, Arbeits- und Freiwilligenkorps aus demobilisierten Soldaten und Erwerbslosen aufzustellen. Im Januar 1921 gelangte in Berlin der Film Mit Hacke und Spaten zum eigenen Heim von Hauptmann Schmude zur Uraufführung. Damit warb er für seine Idee durch Arbeit zur Siedlung. Dieser Film, verbunden mit einem Vortrag von Schmude, wurde am 21. Juni 1921 auch in Mühlhausen gezeigt und bereits am 22. Oktober 1921 begann der Bau der ersten Doppelhäuser an der Windeberger Straße. Bauträger war der gemeinnützige Siedlungs- und Sparverein. Richtfest für das erste Haus war im April 1922. 1923 waren die Straßen der Schmude-Siedlung. Glück im Winkel, nach 1925 Oberbürgermeister Arnoldstraße, Weg zum Eigenheim, Arbeitsdank und nach Feierabend. 1927 kam nördlich die Straße zur Filscheuer und 1928 die Damaschke-Straße hinzu. Es wurden insgesamt 77, meist Doppelhäuser, bis 1930 errichtet. Zwischen 1927 und 1930 entstanden noch die Häuser am östlich der Windeberger Straße gelegenen Arbeitsdank, in der östlichen Windeberger Straße und in der Pestalozzi-Straße. Der Kindergarten in der Filscheuer 33 entstand erst 1954. Im Allgemeinen bedarf es keiner Deutung der Straßennamen in der Schmude-Siedlung, mit einer Ausnahme: die Filscheuer, oder richtig zur Filscheuer. Filscheuer ist ein alter Flurname, den dieses Gebiet einst trug. Als Scheuer wurde früher eine Scheune bezeichnet. Einerseits kann dort eine gut und meist gefüllte Scheune gestanden haben, oder der Ertrag des Flurstückes füllte eine Scheune. Wie auf einigen Bildern zu sehen ist, war auch die Mühlhäuser-Tradition der Stadtkirmes von Anfang an ein fester Bestandteil im Leben der Schmude-Siedlungsbewohner. Das hat sich bis heute nicht geändert. Vielleicht erkennt sich der eine oder die andere auf einer der beiden Aufnahmen aus dem bereits erwähnten Fröbel-Kindergarten in der Filscheuer wieder. Fast zum Schluss unseres Besuches in der Schmude-Siedlung möchte ich Ihnen dieses Bild eines Straßenbahnbeiwagens nicht vorenthalten. Er stand als Gartenhaus bis 1994 im Weg zum Eigenheim.
Die Schmude-Siedlung Abschlussaufnahme aus dem Jahre 2017 zeigt den Weg zum Eigenheim so, wie er sich heute präsentiert. Von den Bauanfängen der Schmude-Siedlung bis zum Baubeginn des Neubaugebietes Windeberger Straße West, das von uns nur das Ghetto genannt wurde, vergingen etwas mehr als 50 Jahre. Zwischen 1974 und 1975 entstanden zwischen dem Arbeitstank im Süden und der Damaskenstraße im Norden an der Westseite der oberen Windeberger Straße 11 Plattenbauten mit 440 Wohnungen. 1975 begann die POS 10, die den Namen Juri Gagarin trug, ihren Schulbetrieb. Sie hatte eine große Turnhalle, die sowohl von anderen Schulen als auch für Wettkämpfe, meist Volleyball oder Handball, genutzt wurde. Von 1991 bis 2007 war dort das Albert-Schweitzer-Gymnasium untergebracht. Zwischenzeitlich war hier auch das Ausweichobjekt des evangelischen Schulzentrums. Der Schulbetrieb wurde 2007 eingestellt und das Objekt umgebaut. Warum entstand hier ein weiteres Neubaugebiet? Aus dem gleichen Grund wie in der Feld- und in der Gartenstraße. Die Einwohnerzahl der Stadt stieg in den 1970er Jahren dramatisch an und erreichte Mitte der 1980er Jahre mit knapp 43.000 seinen Höchststand. Alle diese Menschen wollten mit Wohnraum und das möglichst schnell versorgt werden. Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre setzte durch die Wende und den damit verbundenen Wegfall von Tausenden von Arbeitsplätzen bedingt ein Rückgang der Bevölkerung ein. Die Folge war, dass die gesamte Plattenbausubstanz in der Windeberger Straße zwischen 2003 und 2006 wieder abgerissen wurde. Einzig das Gebäude des ehemaligen Kindergartens blieb erhalten und wurde zu einem medizinischen Zentrum umgebaut. Geblieben ist von diesem Wohngebiet nur der Spitzname Ghetto, eine große grüne Wiese und einige neue Eigenheime. Zwei davon stehen auf einer alten Kelleranlage eines ehemaligen Plattenbaus. Im Jahre 1996 wurde begonnen, ein weiteres Stadtviertel zu erschließen. Westlich der Schmude-Siedlung entstand mit ca. 110 Einfamilienhäusern das Hanseviertel. Die Straßen tragen die Namen von ehemaligen Hansestädten wie Hamburger Straße, Lübecker Straße oder Goslarer Ring und so weiter. Was mir als gelernter DDR-Bürger dabei auffällt, keine einzige Osthansestadt wie Wismar, Stralsund, Greifswald oder Rostock ist bei den Straßennamen dabei. Ausnahme Königsberg, heute Kaliningrad in Russland. Wie kommt aber eine Stadt, die über 500 Kilometer von einem Meer entfernt liegt, dazu, ein Stadtviertel nach dem mittelalterlichen Handelsbund der Hanse zu benennen? Im Jahre 1430 trat der von Erfurt, Mühlhausen und Nordhausen gebildete Thüringer Städtebund der Hanse bei. Letzte Aktivitäten in Mühlhausen bezüglich der Hanse sind für 1621 belegt. Fast 200 Jahre gehörte die ehemalige freie Reichsstadt Mühlhausen also zur Hanse. Neben Mühlhausen gab es noch 194 weitere Hansestädte in 16 Ländern. Ein wichtiger Grund für den Beitritt war der Warentransport über den Wanfrieder Hafen bis nach Bremen. Der Schutz dieser mächtigen Handelsorganisation reichte weit ins Hinterland hinein und bot den Händlern sicheres Geleit. Wieder geht es in der Zeit zurück und etwas weiter nach Norden. Wir kommen zur General-Fuchs-Kaserne, dem sogenannten Fuchsbau in der Windeberger Landstraße. Der Lageplan zeigt das ehemalige Kaserngelände am Ende der 1930er Jahre. Bis zum Beginn des neuen Jahrtausends war der allgemeinen Öffentlichkeit nicht allzu viel von diesem Objekt bekannt. Die wildesten Spekulationen machten die Runde. Das reichte von einem Munitionsbunker, den die sowjetischen Freunde bei der Sprengung vergessen hatten, bis hin zu einem unterirdischen Gang, der bis zum Forstberg reichen sollte. Licht in diese Angelegenheit brachte schließlich ein Buch von Karl-Heinz Kramer im Jahr 2013. Darin beschreibt er ausführlich den Aufbau, den Betrieb, die Sprengung und die Nutzung danach. Deshalb von mir nur die wichtigsten Daten und natürlich ein paar Bilder. Also, Baubeginn der Kaserne, einst eine der modernsten in Europa, war 1935.
129.720 Reichsmark flossen allein in den Straßenausbau am Wendewehr und in der Windeberger Straße. Diese war mit 10 Meter Breite, jeweils einem Grünstreifen von 4 Meter Breite, einem Radweg von 1,50 Meter Breite und einem Fußweg von ca. 4 Meter Breite sowie einer durchgehenden Baumbepflanzung seinerzeit die repräsentativste Straße von Mühlhausen. Bereits im Oktober 1936 bezog das Infanterieregiment 86 die neue, noch nicht ganz fertige Kaserne, in der am 4. November 1936 auf dem Exerzierplatz die erste Vereidigung stattfand. Im Mai 1938 erhielt sie den Namen des Generals AD Georg Fuchs. Der Spitzname Fuchsbau entstand erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als die NVA das Kaserngelände als Übungsplatz nutzte. Zur Kaserne gehörte auch ein Casino, das 1936-37 südlich des eigentlichen Kaserngeländes entstand. Dieses Gebäude überstand unbeschadet den Abriss bzw. die Sprengung der Kaserne 1947-48. Am Ende der 1960er Jahre umgebaut, kennen wir es als Frauenklinik. Von der Kaserne selbst blieben nur drei Pfosten des ehemaligen Eingangsbereiches, vor denen sich bis heute die Wendeschleife der Stadtbuslinien befindet. Nach Abzug der NVA oder besser deren Auflösung wurde das Gelände verkauft. Es entstand 2012 ein moderner Solarpark. Bei der Sanierung des Geländes ab 2010 fand man neben hunderten Wehrmachtsstahlhelmen auch Fahrgestelle, Motoren, Getriebe und Achsen aus alten Beständen der Wehrmacht. Soweit haben wir, jedenfalls in einem Überblick, das Forstwerkviertel abgearbeitet. Bleibt nur der eigentliche Grund für die Abspaltung von der Georgi-Vorstadt übrig. Der ehemalige Bahnübergang und die städtebauliche Geschichte des Wagenstädter Knotens. Die beiden Grafiken zeigen den Wagenstädter Knoten vor 2006 sowie nach 2012. Bis 1927-28 war die Bahnstrecke nur eingleisig, aber schon mit einer manuell bedienten Schranke versehen. Auf der Nordwestseite der Bahnanlage befand sich dafür ein Schrankenwärterhäuschen, das Tag und Nacht besetzt war. In dieser Zeit kam das Gleis der Mühlhäuser Industriebahn hinzu. Durch die häufigen Schließzeiten, vor allem durch den Rangierbetrieb, wurden die Bahnschranken meist als Sabotagebalken bezeichnet, was nicht unbegründet war. 1965 erfolgte eine Verbreiterung der Fahrbahn im Schrankenbereich, 1972 wurde eine Ampelanlage installiert und 1976 eine automatische Halbschranke nach einigen Verzögerungen in Betrieb genommen. Damit hatte auch das Schrankenwärterhäuschen neben den Gleisen ausgedient und wurde abgebrochen. Die durchschnittliche Schließzeit pro Stunde betrug in den 1980er Jahren etwa 15 Minuten. Davon war auch der Verkehr vom Wendewehr in die Stadt und umgekehrt durch die ständig wechselnden Ampelphasen betroffen. Nicht umsonst wurde das gesamte Gebiet, wo sich die Fernverkehrs- bzw. Bundesstraßen 247 und 249 sowie die Bahnschienen trafen, als Wagenstädter Knoten bezeichnet. Die Auflösung dieses Knotens begann im Oktober 2010 mit dem Bau der Unterführung für den Straßenverkehr. Diese wurde im Dezember 2011 eröffnet und die Schranken schlossen sich ein letztes Mal für den Fahrzeugverkehr. Fußgänger und Radfahrer mussten sich noch ein knappes weiteres Jahr mit dem Behelfssabotagebalken begnügen, bis auch für sie die Unterführung fertig war. Begonnen hat die Umgestaltung aber schon 5 Jahre zuvor. 2005 waren bereits alle Bewohner der Häuser auf der Ostseite der unteren Windeberger Straße ausgezogen. Diese Bilder zeigen noch einmal das einzige Straßenbild, denn der Abriss stand unmittelbar bevor. Vom Abriss betroffen waren auch ein Teil der Häuser auf der Nordseite der Wagenstädter Straße.
2006 rückten die Abrissbagger an und wieder verschwand Haus für Haus und damit ein Stück gewohntes Mühlhausen. Dafür schlossen sich, wie schon angedeutet, in den Abendstunden des 6. Dezember 2011 die Schranken für den Fahrzeugverkehr ein letztes Mal. Endlich! Unbeschrankter Zugang zur Stadt. Jeder Bewohner des Forstbergviertels hatte davon geträumt und die Schranken nicht nur einmal verflucht. Dieses für Mühlhausen so wichtige und lang ersehnte Großereignis wurde dann auch am 28. Dezember 2011 im Amtsblatt der Stadt sowie in der lokalen Presse gebührend gewürdigt. Geduldig warteten die Mühlhäuser Fußgänger und Radfahrer, bis endlich auch sie ohne Wartezeiten den Bahnübergang ab dem 15. November 2012 passieren konnten. Heute haben sich schon alle an einen schrankenlosen Fahrrad-, Straßen- und Fußgängerverkehr gewöhnt, nur die Freifläche in der Windeberger Straße, auf der bis 2006 noch Häuser standen, liegt immer noch brach. Der Grund für den Abriss der gesamten Häuserzeile wird wohl immer ein wohlgehütetes Geheimnis bleiben. Zum Forstbergviertel-Filmabschluss noch ein Nachtrag. Dieser betrifft die Wagenstädter Straße, genau gesagt die ehemalige Schuhfabrik Schreiber und Horner. Wir haben Ende Januar 2020 und seit kurzem sind die Abrissbagger dort zugange. Aus Sicherheitsgründen schon lange fällig, werden nun auch die Gebäude des letzten Betriebsteils des ehemaligen VEB Mülana aus dem Stadtbild verschwinden. Damit ist nun wirklich Schluss mit Forstberg. Wie immer hoffe ich, dass es Ihnen gefallen hat, dass es interessant war und Erinnerungen geweckt hat. Viele Einzelheiten, kleine Geschichten oder auch manchen Betrieb habe ich nicht erwähnt oder nur sehr kurz gefasst. Aus Filmzeitgründen hoffe ich auf Ihr Verständnis und verbleibe als Ihr Thomas Peter.